Hallo liebe Bierfreunde von da und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, was haben wir heute auf dem Gartentisch? Wir bleiben mal im Hause Flensburger und zwar heute mit dem Flensburger Dunkel. Das letzte, das wir hatten, war das Flensburger Malz. Das konnte mich nicht ganz so überzeugen. Jetzt mal schauen, was das Dunkle so drauf hat. Ich persönlich kenne es noch nicht, habe ich mein ganzes Leben noch nie getrunken, auch geschweige irgendwo stehen sehen. Ich hatte es ja schon gestern gesagt, bei dem Malz, es war einfach zufällig gewesen, dass Kaufland und Rewe die zurzeit hatten, kamen wahrscheinlich eine Palette an oder was, keine Ahnung, und habe ich natürlich sofort zugeschlagen und mitgenommen. Müssen wir ja vorstellen, haben wir ja noch nicht vorgestellt. Also, ich bin gespannt, was hier jetzt wieder auf uns zukommt. Also, wie immer, Stein die Flasche mit Bügelverschluss, ja, okay, erstmal so. Meine Mutter sagt dazu mal Gratterjahn-Verschluss übrigens. Gratterjahn-Verschluss oder so. Interessant. So, vom Etikett her ist es diesmal im Dunkelblau oder auch Royalblau gehalten. Das finde ich natürlich sehr, sehr edel. Das sieht sehr, sehr schön aus. Auch wieder hier schön mit diesem Schiffchen da drauf. Steht nochmal dunkel, fein, herb und frisch. So steht es da zumindest drauf. Ja, okay, Premium-Qualität. Da bin ich mal gespannt. Was hat das Ganze da? 4,8% Umdrehungen für ein dunkles. Ist auf jeden Fall okay. Richtig gut. Was haben wir da drin? Wasser, Gersten, Malz und Hopfenextrakt. Und dann noch mal schauen, ob sie den ob sie den Hopfenextrakt tatsächlich auch so gut rausretuschiert haben, wie es beim Pilz tatsächlich der Fall ist. So, Familienbrauerei seit 1888, Premium-Qualität. Na, da wollen wir mal gucken hier. Höchster Qualität, steht da nochmal drauf. Ja, mit Küstengerste gebraut. Also, das ist diesmal eine ganze Menge Information hinten drauf. Da ist sogar dieses Gerstenfeld da auch abgebildet. Das finde ich auch irgendwie originell, finde ich gut. Sieht schön aus. Ja, und vom Etikett her, also ich finde es sehr, sehr ansprechend, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Den Ploppen hatten wir gestern. Heute machen wir wieder eleganter auf. So, Entspannungsverdampfung. Kommt auf jeden Fall ordentlich raus, richtig kräftig. Glas ist frisch ausgespült. Ich würde sagen, wir haben Bierdurst wie immer und lassen wir mal laufen. So. Ja, geschmeidiger Einschank. Guter Sound. Ja. Ja, ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Sehr schön. Sogar ein Blümchen, ich bin ja überrascht hier. Zwei Fingerbreite Blume, das ist schon mal ordentlich. Mittel bis grobporig würde ich sagen. Für ein dunkles ist klar, ist nicht schneeweiß, ist cremeweiß. Ein paar Luftbläschen sind drauf. Ja, zerplatzen begrüßen ein. Kraterbildung sehe ich jetzt nicht. Und wenn ich das so richtig mit meinem geschulten Auge beobachte, würde ich fast sagen, 90 Sekunden Standard wird das Blümchen hier im Glas stehen bleiben. Völlig anders als gestern das Malz. Da war, wie gesagt, noch nicht mal 10 Sekunden und das Blümchen war weg. Schaut mal selbst. Also da ist, wie gesagt, ordentlich. Das steht kompakt im Glas. So sollte das sein. So, Schulz. So, von meiner Verwunderung, oder zu meiner Verwunderung muss ich erstmal sagen, bin ich ein bisschen überrascht über diese Farbe. Da hätte ich jetzt erstmal gar nicht mit gedacht oder mit gerechnet. Hier haben wir es tatsächlich mit einem Rotton zu tun im Farbspektrum. Natürlich auch leichte Braunnuancen, die da drin sind. Eher ein bisschen heller für ein dunkles tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht, so okay, ein dunkles, die sind schon ein bisschen kräftiger im Farbspektrum. Hier hingegen ist das Ganze ja eher so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an Rosé tatsächlich, ne? So ein Roséwein oder so. Ein bisschen dunkler vielleicht. Aber das ist alles andere erstmal als dunkel. Ja, das Ganze ist filtriert, sieht aber erstaunlicherweise saftig aus. Das können wir so mal schon mal festhalten. Alles andere als wässrig ist klar. Schwebeteilchen entdecke ich nicht und Karbonisierung ist, würde ich sagen, im durchschnittlichen Bereich. Also auch anders als das Malz gestern, das war ja wieder ein halber Jacuzzi gewesen. Hier ist das Ganze eher so, ja, mittlere Perlung und perlt schön gleichmäßig ab, aber in einem gemütlichen Tempo, also so ganz durchschnittlich. Ja, und Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher oder Inselchen, ich kann es euch ja nochmal zeigen. Ja, also die ist wirklich stabil, sehr, sehr schön. Ja, bis auf die Farbe eigentlich ein schönes dunkles. Was soll ich sagen? Ich finde es ansprechend und weil ich es ansprechend finde, gerade auf jeden schönen Blümchen, 5 von 5 / 6 möglichen Punkten ist es mir wert für die Optik, für die Ästhetik. So, dann wollen wir mal anschnuppern. Bin ich mal gespannt, wonach es duften tut. Oha, da kommt ein bisschen mehr zum Vorschein. Fruchtigkeit, das kannst du auf jeden Fall schon mal schön rausschnuppern. Das ist so richtig schön, wieder überreife Apfel, überreife Birne, vielleicht noch ein paar Rotfrüchte so in diese Richtung rein. Malzkörper ebenfalls deutlich wahrnehmbar.
auch überraschend, dass das Dunkle hier der Malzkörper wesentlich mehr im Bouquet freigibt als gestern bei dem Malz. Da war ja gar nichts. Da, wo ich eigentlich erwartet hätte, gut, da kommen jetzt so diese typischen lieblichen Karamalz-Nuancen nach oben beim Anschnuppern und da war ja gar nichts. Und hier, da würde ich schon von selbstbewusst tatsächlich sprechen wollen. Allerdings, was mich auch ein bisschen jetzt Sorgen bereitet, auch leider eine Säure. Ja, Alkohol riechst du auch ein bisschen raus, bei 4,8 verwundert mich das ein bisschen. Aber ist okay. Ich glaube, die überdeckt sich so ein bisschen mit dem Fruchtkörper. Ja, also an und für sich ist es eigentlich ein sehr angenehmes Bouquet, finde ich. Es macht Appetit, es riecht sehr angenehm, kräftig, selbstbewusst, aber das darf auch gerne bei einem Dunklen so sein. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, genau, ich wollte es probieren. Mal schauen, wie es schmecken tut. Ihr Lieben, auf euch zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh. Oh, das ist aber herb, ne? Wow, wie viel gerade Plato hatten hat. Das ist aber schon ein bisschen herberer Natur. Meine Güte, ne. Steht leider nicht drauf. Wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Damit habe ich aber wirklich nicht gerechnet. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also für ein dunkles extrem herb. Das ist das Erste, was ich sagen kann, ja. Würde man sagen, nordische Herbe, könnte man ja so wieder sagen, ne? Wie bei typisch so auch bei dem Flensi. Ansonsten, ich würde sagen, auch hier wieder eher dynamisches Bier, hat einen sehr guten Zug drauf. Ja, das trinkst du wirklich schnell weg, denke ich mal. So ein klassischer Durstlöscher, schönes Wegbier, könnte ich mir schon mal vorstellen, weil man merkt es auf der Zunge, da ist der Aufenthalt nicht wirklich lang und zack ist es auch schon, wie gesagt, runtergeschluckt von der Textur, also so. Weil das ist jetzt nichts irgendwie, ich sag's jetzt mal, Komplexes ist, was man länger auf der Zunge behalten möchte. Ja, also das zieht sich schon recht gut weg, denke ich mal. Stelle ich mir auch beim Grillen gut vor, ne? So im Sommer und dann so zack. Ne, da macht es sich ganz gut. Ja, aromatisches habe ich schon angesprochen. Erstaunlich herb, muss ich sagen. Der Hopfenextrakt kommt hier tatsächlich durch, aber jetzt nicht unangenehm, dass es klebt oder pappig wird, sondern einfach so, sage ich mal, so, naja, er ist halt erstmal ordentlich dominant vorhanden. Ne? Also man merkt schon, das ist herb. Also das ist einfach, muss man so sagen. Ne? Also Aroma-Hopfen ist da weit gefehlt, ist aber erstmal nicht schlimm, nur überraschend. Malzkörper konnte ich ein bisschen jetzt beim Antrunk wahrnehmen, jetzt nicht so intensiv, wie ich rausgerochen habe. Da muss ich gleich nochmal ein bisschen genauer schauen und diese Fruchtigkeit tatsächlich, da ist auch da, wo ich die Säure drin ein bisschen rausschmecken tue. Aber auch das müssen wir uns jetzt mal beim zweiten, dritten, vierten Stückchen mal ein bisschen genauer anschauen. Nee, also es riecht auch gar nicht so hopfig, ehrlich gesagt. Naja. Ein bisschen dünn ist es. Das ist auch schon durch hier. Ja, also der Malzkörper, der ist da, der ist präsent. Der zeigt sich auch ganz klassisch, recht durchschnittlich, linear, würde ich hier tatsächlich sogar sagen. Also er hat jetzt keine große Nussigkeit oder irgendwie, ja, so eine klassische Getreide halt, ne, wo ich immer heranhole. Eher so ein bisschen, ja, dezenter, zurückhaltender, aber durchaus wahrnehmbar. Ja, dann geht's über in klassische Röstaromen rein. Das kennt man auch. Von da aus geht auch ein bisschen die Säure ab und dann trifft sie sich mit diesem Fruchtkörper. Ich habe es schon gesagt, überreife Apfel, überreife Birne. Irgendwie bei Rotfrucht vermute ich da noch so mit drin. Ich will jetzt nicht sagen, es sind rote Johannisbeeren oder so, aber irgendwas sowas in diese Richtung, also irgendwas Waldbeermäßiges. So ein bisschen rote Früchte, das erinnert mich da dran. Ja, und dann kommt es auch schon recht brachial tatsächlich auch. Und da ist dann auf einmal wirklich so eine Herbe da, die man eigentlich sonst eher von einem Pilz tatsächlich erwarten würde. Gerade so aus dem nordischen Bereich, wenn man das Jefer, wie gesagt, denken, da steht ja nun mal hier ja Paradebeispiel für herbe Pilzbiere aus Norddeutschland. Und ja, da ist das Flensburger natürlich auch zu Hause. Nur das ist jetzt im Dunkel tatsächlich so, ist das ist jetzt bei einem Dunklen, das ist jetzt so ein bisschen da, wo ich sage, das ist komisch. Aber da stand auch, glaube ich, sogar drauf. Tatsächlich, da steht es drauf. Feinherb steht hier sogar noch. Das ist tatsächlich originell, damit rechnet man sonst nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mag bei einem Dunklen. Bei einem Pilz zweifelsfrei. Deswegen mag ich ja auch, ne, das Flensburger Pilz so.
Aber hier, das ist schon ein bisschen überraschend, weil hier erwarte ich tatsächlich eher ein bisschen Lieblichkeit. Würze, Lieblichkeit. Eher, sag ich mal, fruchtiger Abgang vielleicht. Bisschen Floralität, sowas in der Blütigkeit. So in diese Richtung bei einem dunklen, ne? Dunkle Biere, wissen wir, das erinnert uns auch immer so ein bisschen, wo wir schon so schön in diese, ja, winterliche Zeit tatsächlich reingehen könnten. So ein bisschen schwerer, gehaltvoller und vielleicht nicht so, ja, herb eben, ne? Und dynamisch. Also das ist schon eher so ein spezieller Kandidat in diesem Bierstil zumindest. Muss man mögen. Das ist jetzt für Leute, die richtig abkotzen. Mann, oder die jeweils immer so hart, so herb und so. Also die werden damit bestimmt ein Problem haben, denke ich. Ich find's gut. Hat mich jetzt hedonistisch nicht umgehauen, ist aber auf jeden Fall okay. Würde ich es ein zweites Mal in Einkaufswagen reinpacken? Ich denke ja, wenn ich Bock drauf habe tatsächlich. Das ist so ein Kandidat, wie gesagt, zum Grillen finde ich es ganz gut. So ein, zwei, dreimal im Jahr kann man da so ein Fläschchen trinken. Aber an das Flensburger Pilz kommt es auf jeden Fall nicht ran. Ja, das ist mir einfach noch ein bisschen lieber, ehrlich gesagt. Ja, weil dann stört mich hier tatsächlich dann dieser Malzkörper da drin so ein bisschen. Aber er muss vorhanden sein bei diesem Bierstil. So, dann wollen wir es noch schnell bewerten. Ich bin nur fair, also ich bin soweit okay. Geben wir 4 von 5 / 6 möglichen Punkten, das ist es mir wert. Damit ist Bierseufla draußen. Ich sage wie immer, schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bierseufla.